Und willkommen zu einer ersten Folge Minecraft PvP PvP Tricks. Ja. Yay, ich setze mich mal richtig hin, damit ich auch richtig die Aufnahme machen kann. Ja. Ich habe hier 10 PvP Tricks hier aufgebaut. Und wieso abuse ich überhaupt gerade? Das macht gar keinen Sinn. Einfach weil ich gerade nichts zu tun habe. Ja. Also, für das erste müssen wir erstmal in Survival gehen. Es gibt ja den Kettenhelm und den Goldhelm. Man würde ja denken, Kettenhelm ist doch besser. Der gibt einen Rüstungsbalken und der Goldhelm gibt auch einen Rüstungsbalken. Also es ist eigentlich vollkommen egal, was ihr nehmt. Denn das macht einfach keinen Unterschied. Na gut, also das macht keinen Unterschied, wenn die beiden Dinger unkaputtbar sind. Aber wenn der Goldhelm geht, schneller kaputt. Aber egal. Dann gibt's noch die Lederschuhe, die Chain-Stiefel und die Goldstiefel. Einen halben Rüstungsbalken, einen halben Rüstungsbalken und noch einen halben Rüstungsbalken. Das heißt ja wieder, die sind alle gleich gut. Deswegen kauft euch einfach immer das Billigste. Das ist einfach gleich gut. Ja, wie schon gesagt. Ja. Das ist übrigens Rüstung. Und jetzt kommen wir zum zweiten Low Ground. Ja. Also, man muss sich das so vorstellen, dass... Das bin jetzt ich. Wartet. So. So. Dieser Block, das ist jetzt... Der Block, von dem ich schlage, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann kann ich... Wartet mal. Wer ist das denn? Oh, ich Opfer. Ja. Apropos PvP-Tricks. Ich falle runter. Ja, das... Oh, Heißlohnester. Na gut, der spielt gar kein Minecraft mehr, aber egal. Ja. Ich kann ihn jetzt schlagen. Von hier unten. Wartet. Aber. Von da, wo er ist. Wartet. Kann ich den hier nicht mehr schlagen, weil man eine 5 Block hohe Range hat. Und. Wisst ihr, der hier hat jetzt mehr Range als der hier. Also. Die haben beide gleich viel Range, aber weil der von dort oben angreift, deswegen kann er den hier nicht mehr angreifen. So kann man es verstehen, wie ja Logoon funktioniert. Ja, und jetzt hier gibt's Speed. Ihr kennt ja, dass wenn man unter so Blöcke die ganze Zeit springt, dass man schneller ist. Und das gibt's mit Eis auch. Da ist man ultra schnell. Und ja, allgemein auf Eis ist man schnell. Und das ist halt auch ein guter Trick bei Bed Wars. Da gibt es ja auch Eisblöcke. Man kann sich so einen Tunnel bauen, der 2 Blöcke hoch ist. Darunter Eis und dann halt die ganze Zeit so mit Sprinten und Springen. Und da ist ultra OP, da ist man bei so einer 100 Block Climb ein paar Sekunden in der Mitte. Okay, in dem nächsten muss man jetzt in Game Mode, denn das kann ich halt nicht in ohne Game Mode zeigen. Ich nehme das erstmal. So, das heißt jetzt abusen. Wenn ich jetzt so mache, ich mehr Klicks. Wartet. So.
So, seht ihr, ich mache mehr Klicks und deswegen kann ich, also schlage ich schneller und ja, das heißt also, dass ich mehr schläge und das heißt auch mehr Schaden an dem Gegner. Und das kann man auch natürlich auf der anderen Seite machen, dass man einfach so zum Beispiel in Bed Wars jetzt eine Mauer baut, wenn man gerade gebosspammt wird. Wartet. Und das hat es mit dem Abusen auf sich. Oh, wo bin ich? So, ich werde jetzt von da so gebosspammt. Oder man kann auch damit One Stack, keine Ahnung. Ja. Ja, das ist das der vierte Effekt. Und auf zum fünften, ja. Dafür muss ich jetzt Difficulty easy machen. Ah, ich mach mal Wetter. Toggle Fall Down. Ich mache auch mal Time Set. So. Ja. Wenn man F3 und B drückt, dann wird die Hitbox angezeigt. Zum Beispiel. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Von einem Block, also von jedem Item, von jedem Tier und auch, guck mal genau hin, da, von dem Fall, damit man genauer schießen kann. Dich töte ich mal, du nervst, okay, du hast dich von allein eliminiert. Das hieß übrigens Schlaggenauer. Genauigkeit, keine Ahnung, wie man es sagen soll. Ich mach das mal wieder aus, das nervt. Ja, das nächste heißt Essen, weil da halt Essen ist. Kapiert ihr? Ja, also wenn ihr jetzt so die Wahl habt zwischen den ganzen Sachen, auf jeden Fall nicht die essen, also nicht euch mit Gemüse vollmampfen. Immer eher so Fleisch oder Goldkarotte oder diese Suppen oder einen Kürbiskuchen. Das ist alles, also hier seht ihr, die ganz unteren sind die schlechten, die halbe Hungerkeule bis eine Hungerkeule. Hier so zwei bis ja, 1,5 bis 2,5 Hungerkeulen. Hier so bis 4 Hungerkeulen. Und hier so bis 6 Hungerkeulen. Weil ist halt eine Goldkarotte. Ja. Ja, das war's. Jetzt hier. Das hier nennt sich Bergsteiger. Das kennen ziemlich wenig, wenn man jetzt hier halt die ganze Zeit mit gedrückt halt, dann bleibt man manchmal so an der Kante hängen. Wenn man aber, ich baue das mal ab, wenn man so macht, oh, ich sollte das lieber ein bisschen so. Ja. Wenn ich jetzt manuell drücke, dann bleibt man nicht hängen und man ist einfach schneller als, ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht, dann verstehe ich nicht, wieso ihr es nicht versteht. Ja, also ich kann jetzt so machen und ich bleib manchmal hängen. Wenn ich hier manuell drücke, dann bleibt man einfach nicht hängen. Ja, das war's. So, das ist jetzt Hotkey.
Das ist den meisten von euch wahrscheinlich bekannt. Man kann ja so also die Tasten drücken und dann einfach, ja, zum Beispiel ich tue die Pfeile dahin, die Blöcke dahin, die Lava und da und dann so, ohne dass man scrollt. So, wisst ihr, was ich meine? Also, und dann so, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt so, dass man halt schneller auf die Items zugreifen kann. Ja. Ja. Inventar. Ja. Das hier ist der SG-Trick. Dafür gehe ich mal Game Mode Survival. Wenn ihr jetzt einen Kuchen im Inventar habt und euch habt ein Team verfolgt und ihr nicht wollt, dass ihr getötet werdet, dann geht ihr einfach ganz schnell durch eine Tür, setzt den Kuchen dahin, weil man in SG ja nichts abbauen kann. Und ich denke nicht, dass die ganze Zeit so, ja, Hunger haben, damit die den Kuchen aufessen können und so quasi, ja, durch können. Das ist ja nicht immer so. Ja, und jetzt noch das PvP Texture Pack. Ja. Also, ich habe jetzt kein PvP Texture Pack drin. Aber im PvP Texture Packs ist es meistens so, dass. Also, das ist hier auch so. Aber das ist kein PvP Texture Pack. Meistens ist das bei PvP Texture Packs so, dass zuerst grün, orange, rot. Also die, dass das anzeigt, wann es halt richtig vollgespannt ist. Ohne sieht man das halt nicht so leicht. Und dann schießt man einfach nur so. Toll. Ja, was nützt das? Macht keinen Schaden. Ja. Man hört vielleicht, dass meine Nase verschnupft ist. Ja. Ja, auch. Bei PvP Texture Packs sind Truhen und das Inventar durchsichtig. Also, dass man da durchgucken kann. Falls ein Gegner geradeaus auf dich zuläuft. Und ja, das waren die 10 PvP-Tricks. Also ich meine jetzt mit dem 10., dass ihr am besten PvP-Texture-Pack benutzen sollt, falls ihr besser spielen wollt. Und also zum Beispiel Bedwars Texture-Pack, da sind die Sandstone sehen richtig anders aus, dass sie sich ziemlich abheben zu den anderen Blöcken, also dass sie ziemlich auffällig sind. Und ja, das waren die 10 PvP-Tricks. Das wollte ich nicht. So, ja, das waren die 10 PvP-Tricks und ich würde dann sagen, hau rein. Übrigens, was war das gerade? Ja. Magikate kommt heute noch. Weil. Ja, ich wollte heute einfach 2 Videos machen und. Ja. Würde einfach sagen, haut rein und. Ciao!